Hallo Fotofreunde, heute möchte ich euch den Turns Pro vorstellen. Das ist ein Stativaufsatz, mit dem es möglich ist, bewegte Timelapse-Aufnahmen zu realisieren. Damit ihr euch vorstellen könnt, was genau ich damit eigentlich meine, ist erstmal hier ein kleines Beispiel. Das kleine und handliche Gerät wird euch in einer runden Verpackung geliefert, die ihr gleichzeitig auch als Case für den Fotorucksack nutzen könnt. Auf die minimalste Größe beschränkt und recht stabil und mit dem Verzicht auf Plastik. Gut fand ich auch, dass man auf die Beipackzettel verzichtet und die Bedienungsanleitung, die im Wesentlichen aus der sehr verständlichen Darstellung des Programmiervorgangs besteht, gleich mit auf die Aufbewahrungsdose gedruckt hat. Durch die mitgelieferte Halterung für ein Smartphone lässt sich das Turns Pro also sowohl mit Smartphone, Actionkamera als auch mit einer Systemkamera oder gar einer Spiegelreflex benutzen. Ich habe den Aufsatz mit einer Fuji XE2 und Kit-Objektiv benutzt, einer relativ leichten Kombination also. Seitens des Herstellers werden 1,5 Kilogramm als größtmögliches Gewicht angegeben. Die Programmierung gestaltet sich dank der genauen Anleitung auf der Aufbewahrungsbox als recht einfach und sehr durchdacht. Durch die Einstellmöglichkeiten der Drehgeschwindigkeit, des Drehwinkels und der Drehrichtung stehen einem eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass man sehr viel testen muss, um das gewünschte Ergebnis zu erlangen. Ein wirklich großer Nachteil ist, dass die Programmierung nach jedem Turn verloren geht. So muss man die Werte immer wieder neu eingeben. Hier hat man ganz klar nicht weit genug nachgedacht. Zum Abschluss jetzt ein paar Beispielaufnahmen.